Perfekt. Los geht's. So, wir sind hier beim Hype Festival und ich habe gerade zufällig Rola getroffen und habe sie an einen ruhigen Ort entführt, wo wir jetzt einfach mal ein Interview machen. So, wie war dein Auftritt? Du warst auf der New Hype Stage. Genau, ich war eben gerade dort, war super, war voll schön. Total eine intime Runde eigentlich, war mit meinen zwei Mädels, Vanya und Jessica dabei, die mich backgroundmäßig unterstützt haben. Hab auch einen ganz, ganz neuen Song performt, den ich noch gar nicht performt habe. Und es war einfach schön, hat voll Bock gemacht. Super Laune, krasses Wetter, top. Blöd für alle, die nicht dabei waren. So, dann, ich habe mir dein Instagram mal ganz genau angeschaut. Und ich habe den Verdacht, dass du, wenn du zum Beispiel in Griechenland warst und in Spanien, dass du da an neuer Musik gearbeitet hast. Richtig, genau. Wir waren in Portugal. Ja. Und wir haben uns gedacht, okay, wir haben das ganze Jahr am Album gearbeitet, haben wirklich die ganzen Monate Songs gemacht und waren so fertig, dass wir dachten, okay, wir brauchen Urlaub, aber wir sind noch nicht fertig mit der Arbeit. Wir brauchen aber Urlaub. Und dann haben wir gedacht, komm, wir machen das, wir schmeißen es einfach zusammen, fahren in Urlaub und arbeiten an neuen Songs. Das heißt, wir waren dann morgens am Strand, sind dann abends nach Hause, haben Songs geschrieben, so die letzte Rutsche fürs Album nochmal. Und das war richtig gut. Das sind auch, natürlich war das auch immer so, oh, wir wollen noch bisschen mehr Strand, aber wir haben wirklich noch Songs geschrieben und es war richtig gut, das beides mal so zu kombinieren. Also ja. Ich nehme an, man hört es dann auf dem Sound, dass der wahrscheinlich relativ jammy ist. Ja, vor allen Dingen, da gibt es einen Song, da hört man einfach, okay, wir sind gerade vom Strand gekommen und mussten jetzt mal Musik machen. War einfach super. Okay, und wie sieht's aus mit Feature-Gästen auf dem Album? Weil du bist ja ein beliebter Feature-Gast auf anderen Tracks. So, werden jetzt die The Bill wieder zurückgeholt, so mein Freund. Hallo. Ja, man hat ja gesehen, ich habe mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, wenn man sich meine Insta-Story mal anguckt, wir haben mit ein paar Leuten zusammengearbeitet. Da kommt auch was, aber ich glaube, es ist schöner, eine Überraschung draus zu machen, als es jetzt zu verraten. Finde ich auch. So, und dann ist natürlich, denkt man bei dir auch sofort an Fashion. So, deine Haare sehen wunderschön aus. Du hast jetzt hier auch wieder eine sehr, sehr schöne Kombi an. Dankeschön. So, was war denn so, der Sommer ist jetzt schon fast vorbei. Ja. Aber was war denn so dein Fashion Summer Piece, auf das du gar nicht verzichten wolltest? Diese Jumpsuits. Also ich nähe die auch selbst. Das ist richtig. Ja, das ist meine eigene Kollektion. Und wo kann man die kaufen? Also ich muss jetzt mal zeigen. Tada! Ain't that pretty? Und ich habe den ganzen Sommer habe ich eigentlich die getragen, weil die so, also die haben voll viel Platz, die sind voll bequem, es ist alles Stretch und ich nähe die selber. Das heißt, du nähst die selber nur für dich oder auch für andere Menschen, die dann käuflich erwerben können? Genau, oh mein Gott, ich mache gerade das erste Mal Werbung für meine eigene Mode. Oh. Ich habe die eigentlich immer für mich selbst genäht, allgemein alles immer für mich selbst. Und so viele Leute haben halt gefragt, hey, voll schön, wo kriegt man das? Und dann hat eine Freundin gesagt, Rola, mach's einfach. Und dann habe ich es jetzt einfach zum Verkauf. Also jeder, der eins möchte, kann mir über Instagram schreiben. Und dann nähe ich das für die Person. Du selber? Ja, also jedes Teil wird von mir selbst genäht. Das heißt natürlich auch mit, ich habe gerade alle Songs fürs Album geschrieben. Und ich habe jetzt so ein bisschen Luft, morgens früh zu nähen, abends Musik zu machen. Und genau, man kann mir einfach über Instagram schreiben und dann suchen wir gemeinsam einen Stoff und dann gehe ich in den Stoffladen, mache Fotos von den Stoffen und dann nähe ich das. Okay, das ist echt aber ja, ist trotzdem übertrieben süß. Ja. Okay, dann danke dir.